Endlich schläfst du ein. Die letzten drei Nächte hast du damit verbracht, gestört aufzuwachen, ohne zu wissen, was dich so erschreckt hat. Mit einem beklommenen Gefühl von Déjà-vu beginnst du zu träumen. Verrat und Untergang. Mein Bruder würde ein großes Unglück über uns alle bringen. Britannia ist in Not. Sicher, dass der Geist dich nach Britannia führen kann, erlaubst du dir selbst, dich zu ihm hinzuführen. Aha, ein Besucher von sehr weit entfernt, für wahr. Ich würde ja annehmen, dass mein Bruder dich geschickt hat, wenn er denn noch leben würde. Sei es drum, du wirst die Spürhunde schon von unserer Fährte locken. Unten siehst du eine Kreatur, die sich dem Wald nähert, einen zappelnden Sack über die Schulter geschwungen. Was habt ihr mit Aria getan, der Tochter unseres Lords? Ich wette, du hast sie nach unten geworfen zu deinem Komplizen. Nun, er wird uns nicht entkommen und wenn wir ihn haben, werdet ihr beide hängen. Einige angespannte Stunden später wirst du vor dem Baron Almric geschleift. Dich ignorierend befragt er seinen Hauptmann. Was für Neuigkeiten habt ihr, Corvin? Vergebt uns, Mylord. Die niederträchtige Kreatur konnte entkommen. Eine Gruppe von uns hat es verfolgt, aber es ist geflohen in den Stygian Abyss mit der armen Ariel. Wir wurden angegriffen. Goblins und Schlimmeres, my Lord. Nur drei von uns haben überlebt. Ich verstehe. Der Baron wendet seinen durchbohrenden Blick nun auf dich. Ich wurde vor deinem Kommen gewarnt. Vor einigen Tagen erschien mir das Bildnis eines alten, hageren Mannes in meinen Träumen. Passe gut auf deine Tochter auf, hat er mich gewarnt. Denn ein Diener der bösen Götter wird kommen und sie dir wegstehlen. Ich habe Wachen vor ihrer Tür positioniert, aber trotzdem hast du sie mir weggenommen. Meine Wachen sagen mir, du hast sie nach unten geworfen zu einem wartenden Troll. Was sagst du dazu? Du erklärst, so gut es eben geht, dass du der Avatar bist und unschuldig. Ob du die Wahrheit sprichst oder lügst, kann ich nicht sagen. Es gibt Geschichten, dass ein Avatar kommen wird, aber es ist schon Jahre her, dass er zuletzt hier war. Solltest du wirklich der Avatar sein, dann kannst du uns vielleicht Hoffnung geben. Denn niemand hier kann den Abyss überleben und Ariel retten. Mein Entschluss steht fest. Corvin wird dich zum Abyss führen. Kehre hierher zurück mit meiner Tochter und deine Unschuld ist bewiesen. Solltest du nicht wiederkehren, Avatar, werden deine Lügen dich zugrunde gerichtet haben. Dies ist der einzige Eingang in die dreckige Grube. Sobald es geschlossen ist, kann niemand passieren. Ich werde dich einsperren und dann hier Wache stehen, bis ich Arials Stimme von drinnen hören kann. Wenn nicht, wird es für alle Ewigkeit geschlossen bleiben.